So, wir haben den 31. Juli, Sonntag, und ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angegriffen. Eigentlich wollte ich euch heute mal so ein bisschen in einen anderen Ort des Wandergebiets mitnehmen, nämlich nach Fis. Das wird aber heute nicht gehen, weil ich bin ein bisschen angemackt und krank und erkältet. Der Rest von Asanti, also die beiden Kids und die Mama, die sind jetzt unterwegs aktuell, klappern so ein bisschen noch die entsprechenden Dörfer dann auch ein bisschen ab, aber ich denke schon, dass wir bald hier dann auch andere Sachen dann machen können. Ein guter Punkt ist beispielsweise immer, wenn man sich die Möglichkeit schafft, sich ein bisschen auszuruhen, ja, weil so macht es keinen Sinn, auf dem Berg rumzukraxeln, ja, das ist, wäre kontraproduktiv. So, wir haben den 1. August. Mir geht's schon wieder ein bisschen besser. Aaron ist auch mal wieder dabei. Heute laufen wir mal so ein bisschen einen kleinen Familienwanderweg. Und zwar von der Schönjochbahn hoch. Ihr könnt quasi nach Fis fahren mit dem Auto und entweder unten parken, das ist kostenfrei, oder ihr parkt dann direkt bei der Seilbahn. Da spart ihr euch 200 Meter relativ steilen Aufstieg mit dem ganzen Gerödel und könnt direkt in die Seilbahn reinfahren. Da kostet das Parken dann am Tag 5 Euro. Und dann beispielsweise den Weg, den wir jetzt machen, ihr könnt dann mit der Gondel direkt hochfahren. Also die Schönjochbahn hat zwei Ausstiege, eine Mittelstation und eine Bergstation. Und von der Bergstation her fahren wir jetzt auch direkt weiter. Ja? Das ist jetzt auch hier, was man erwandern kann mit dem Wandergenussweg hier oder wie der heißt. Ein relativ touristischen Weg, sind sehr viele Leute auch unterwegs. Ja? Aber die Aussicht ist wie immer faszinierend. Kühe gibt es hier. Der Quellwanderweg, auf dem wir aktuell unterwegs sind, der eignet sich wirklich sehr, sehr gut für Familien. Der ist wirklich schön breit. Da kommt man dann auch gut, auch mit einem Kinderwagen wird man auch gut durchkommen. Ihr habt ein wunderschönes Panorama jetzt hier auch. Der Weg da unten, ich weiß nicht, ob ihr den jetzt hier seht, das ist der eigentliche Wanderweg. Der ist im Sommer aber als Radweg für die Mountainbiker ausgezeichnet. Das heißt, ihr könnt hier auch wunderschön Mountainbike-Wanderungen dann auch machen und mit den Mountainbikes dann auch hochfahren. Der Weg hier heißt Quellwanderweg. Ich habe mich vorhin ein bisschen geirrt, was den Namen betrifft. Und die Strecke, die wir geplant haben, ist roundabout zu so 11 Kilometer, 11,6 Kilometer dann auch lang. Und so wie es aussieht, sehr, sehr einfach auch zu laufen. Jetzt hat meine Frau was entdeckt. Schon wieder Murmeltier. Wo? Ah. Gut, das seht ihr jetzt nicht. Ich nehme es euch ein bisschen näher ran dann in der Postproduktion und zeige es euch dann. Aber da ist schon wieder ein Murmeltier. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Murmeltiere gesehen wie jetzt hier in Zerfors-Fisladis. Da könnt ihr echt, ja, einiges dann auch beobachten. Und wenn ihr einen Feldstecher habt oder ein Foto mit einem Objektiv mit längerer Brennweite, dann könnt ihr da sicherlich auch wunderschöne Fotos dann machen. Vor allem, wenn ihr relativ früh dann auch rausgeht. Und die Murmeltiere, das sind Wächter, die draußen sind, die wachen. Und wenn irgendjemand dem Nest oder der Höhle dann zu nahe kommt, dann stoßen die ganz seltsame Geräusche aus. Und damit warnen die dann letzten Endes den Rest vom Hort, von der Rotte, von der Gruppe, keine Ahnung, wie das Ganze sich auch nennt, ja. Und die wissen dann, da ist Gefahr, bitte nicht rauskommen. Sind aber sehr neugierige Tiere. Viele der Liftbahnen, welche das Wintergebiet ausmachen, sind im Sommer nicht in Betrieb. Ihr habt hier 11 Gondeln. Das sind wirklich alles nur Gondeln, soweit ich weiß, die im Sommer dann in Betrieb sind. Den genauen Status seht ihr dann immer auf der Wanderstatus-Information oder auf der SFL, der Serfos-Fisladis-App.
Und diese hier sind nur im Winter dann auch in Betrieb. Könnt ihr hier runter eine schöne rote Piste dann eigentlich fahren. Königsleitebahn dann auch fahren. Die ist auch sehr, sehr schön. Kommt von Viss runter. Das da unten, weiß nicht, ob ihr das hier so seht über die GoPro, ist die Höckalm und der Höcksee. Das hier ist Kompertell, also die Mittelstation von Serfaus. Ja. Und das hier sind hier die Pausemacher. Wie schaut die? Aber wir können auch morgens aufstehen. Die schaut wie ein Teenager. Das ist die Teenager-Kuh, ja. Eindeutig. Aber wir laufen jetzt hier lang. Hier den kompletten Weg entlang. Ja. Harmlos. Lässt sich gut laufen, denke ich. Wollen wir? Also der komplette Weg hier ist wirklich, naja, ich sag's mal so, wenn ihr kleine Kinder habt, perfekt. Ansonsten eher langweilig. Ja? Das ist wirklich groß und ausgetreten. Und den eigentlichen Wanderweg, ja, den jetzt die Route angezeigt hat, den könnt ihr im Sommer gar nicht gehen, weil das sind im Sommer Bikewege. Und da sind die Biker von den Wanderern getrennt. Das heißt, als Wanderer läufst du hier. Und die Biker, die haben dann die, ich sag mal, interessanteren Wege, wo es lang geht dann. Ist ein bisschen schade, aber es ist sowieso zum Wandern aus meiner Sicht der Herbst eh der bessere Bereich, bessere Jahreszeit. Weil da habt ihr ja alles so heiß und ihr könnt die Bike-Trails im großen Maßstab, je nachdem wann ihr da losgeht, dann auch wandern. Es ist günstiger, auch die Lift-Tickets kosten weniger. Also es spricht viel für Herbst, wenn ihr Wanderurlaub machen wollt, definitiv. So, ihr Lieben, wir brechen jetzt hier tatsächlich den Genuss- oder Quellenweg dann auch ab, weil, naja, ihr seht es schon selbst, das ist sehr touristisch und das geht jetzt dann hier weiter und würde hier dann auch weitergehen. Da sieht man überall die Leute in Reihe laufen. Ich glaube, wir nutzen dann lieber den Tag für was ganz Tolles, nämlich für ein See oder ein Schwimmbad und fahren jetzt mit der Gondel wieder zurück. Das kann man nämlich auch machen, aber immerhin, wir haben, weiß ich, ob ihr das hier so seht, das sieht man jetzt aktuell 34 Minuten. Ja, das kommt nicht ganz hin. 5 Kilometer 96, ja, also knapp 6 Kilometer sind wir gegangen. Jetzt packen wir hier unser ganzes Zeug einfach nochmal ein bisschen ein. Sieht immer aus wie bei der Hottetotte, aber wir machen das immer so, dass wir alles einräumen, was wir auch benutzt haben. Wir lassen also nie Müll zurück. Im Winter ist das für die Skischulen, die dann hier sehr gut hochkommen, für die Kleinen. Im Sommer kann man da sich ein bisschen entspannen. Soll ich so richtig haben? Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 3. August. Damit haben wir nur noch 2 Tage vor uns. Und heute nehmen wir euch mal so ein bisschen mit ins Kaunertal. Und vielleicht können wir ja sogar einen Gletscher sehen. Sage ich euch, manchmal unser Navigationssystem. Bei Hinfahrt hat es uns schon wunderbar über irgendwelche Feldwege mit dem Anhänger mit 2,50 Meter Breiten geführt. Und jetzt gerade eben richtig schön durch die Innengassen von Botz. Aber ich denke, wir finden unseren Weg. Auf jeden Fall. Jawohl. Das fliegen wir 38 pro Person gewesen, sagen wir. Ja. Und das tut dir nicht mehr? Nee, jetzt nicht mehr. Danke. Jetzt haben wir Bahn. So. Dankeschön. So, wir sind jetzt hier durch die Mautstation gefahren. Ihr könnt unten für 15 Euro euch die Ausflugsbahn Karlsjochbahn schon holen. Wenn ihr das oben macht, kostet das 23 Euro pro Person. Also falls ihr das vorhabt, macht es bitte direkt an der Mautstation. Ansonsten gebt ihr unnötig Geld aus. Ihr bekommt an der Mautstation auch immer so eine schöne Karte. Da seht ihr die jeweiligen Punkte, was ihr alles machen könnt. Und auch die Wanderwege, die sind dann auch immer ausgeschrieben.
Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel Punkt Nummer 6, das ist hier, gibt es dann einen Wanderweg, vermutlich eher einen Stieg, wo man Kletterausrüstung braucht bei 6, genau wie hier bei der 8 mit dem Panorama. Und hier bei der 10 ist dann ein normaler Wanderweg, der mittelschwer ist dann, wo man ein bisschen gehen kann. Und die Karlsjochbahn, das ist jetzt diese hier, dafür hat man dann letzten Endes die Tickets dann irgendwo auch geholt. So, dann fangen wir mal so ein bisschen an. Ich denke, unser erstes Ziel ist die 10. Ja? So, der Gletschertopf. Der Gletschertopf Nummer 4 ist Naturdenkmal, das durch die Fließkraft der Gletscher entstanden ist. Also ein Fluss. Ja, das würde ich auch mal so formulieren. Das ist ein Fluss. Ja. Hier gibt es ja den Gepatsch-Staudamm oder wie der heißt. Das ist der, den wir jetzt gleich nachher auch sehen werden. Und genau hier ist das Abbruchgebiet auch von diesem Staudamm. Das heißt, da haben sie die ganzen Naturmaterialien, Steine und so weiter auch abgebaut, um damit dann auch den Stausee dann auch selber zu bauen. Und das ist auch auf den Karten wunderbar dann auch ausgeschildert. Und die Gegend hier ist deutlich raffer, deutlich ja natürlicher, wie das Gebiet rund um Sefaus Fisladis. Wunderschön! Das da, liebe Leute, ist der Gepatsch-Staudamm. Der war bis 1964 der 10. höchste gelegene Naturschüttstaudamm der Welt. Das hier ist dann die Schüttstaumauer, wo wir euch vorher gezeigt haben, wo das ganze Geröllgut dann auch abgebaut worden ist. Und ich würde mal sagen, der See ist nicht komplett gefüllt. Jetzt schön hier nach unten. Wunderschönes Panorama. So, und auf der Dammkrone kann man natürlich auch ein bisschen spazieren gehen und das wunderschöne Panorama sowohl da wie auch da dann auch genießen. Wir schauen, dass wir jetzt mal ein bisschen in die Sonne kommen. Es ist relativ frisch hier. Also heute sind Temperaturen im Tal, also in Brutz bei ungefähr 870 Höhenmeter von 33 Grad angesagt. Die werden wir jetzt hier nicht kriegen. Ihr solltet also immer genügend wärmende Schichten mitnehmen, weil hier oben natürlich, da geht es, wenn ihr die Karlsjochbahn auch nochmal fahrt, auf deutlich über 3000 Meter hoch. Und da ist es auch im Sommer noch gut frisch, was man ja unter anderem auch hier an den schneebedeckten Gipfeln noch sehr gut sehen kann. Und jetzt fliegen wir erstmal Drohne. Thank you.
So, und wenn ihr jetzt ganz hoch fahrt, dann kommt ihr zum Beispiel an die Karlsjochbahn. Und die nehmen wir jetzt und fahren da einfach mal ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob ihr es hier schon erkennen könnt. Das sind vermutlich Schnee. Ich weiß nicht, ob das Schnee- oder Liftfelder sind oder was auch immer, was zugedeckt worden ist. Das sieht fast so ein bisschen aus wie Schneefelder, die man dann geschützt hat vom Abtauen. Ja, jetzt sind wir oben. Gehen mal rein und nehmen euch mal mit auf den Berg, auf 3104 Höhenmeter. Wir fahren hier gerade in der Karlsjochbahn und da seht ihr überall die Plastiksachen, die sie darüber gelegt haben, die Schutzplanen über die Schneefelder, damit die nicht komplett über den Sommer abtauen. Das war vor vielen, vielen Jahren noch deutlich weiter runter. Da stand man eigentlich mitten im Gletscher auch schon unten an der Bahnstation von der Karlsjochbahn. Und das alles wird es in 10 Jahren so nicht mehr geben. Ist jetzt nur noch ein trauriger Rest von dem, was vor 20 Jahren hier entsprechend mal gelegen hat. Eine Aussicht an. Und da ist die Staatsgrenze zu Italien. Das heißt, ich stehe jetzt hier mit einem Fuß in Deutschland, in Österreich, mit einem Fuß in Italien. Hier bist du in Italien und hier in Österreich. Ich war noch nie in zwei Ländern gleichzeitig. Ich hatte gerade eine längere Unterhaltung mit einem Gast. Ich glaube, der war aus Italien. Der hat sich mit mir auf Englisch unterhalten. Er hat gesagt, in Sölden kann man noch einen Gletscher sehen. Und ich habe ihm erzählt, was vor vielen Jahren hier überall noch Schnee war und man im Sommer noch mal Skifahren konnte. Aber das ist in 10 Jahren hier alles vorbei trotzdem. Und das ist wirklich schön. Die Aussicht, die ihr hier habt und die ihr hier genießen könnt, die wird immer bleiben. Die ist da. Ihr könnt hier wirklich schauen, kilometerweit auch wirklich gucken, was ihr da entsprechend dann auch seht. Und die Berge, die sind auch wirklich wunderschön. Hat sich gelohnt, hier hochzufahren, oder Tine? Ja. Das ist schön wahrscheinlich. Ja. Meine Mama hat Bilder geschickt. Das ist gut. So, jetzt sind wir runter vom Karlsjoch, von der Karlsjochbahn. Es gibt hier noch eine andere, die Falkenjochbahn, aber die scheint aktuell nicht zu fahren. Ist auch eher so eine Großgondel, glaube ich. Die gab es früher in vielen Skigebieten, wo sich also viele Leute, also ich glaube, ich war schon mal sogar auf einem Riesending, wo dann über 100 Leute reingepasst haben. Und dann fahrt ihr da die Berge hoch, aber die ist aktuell nicht in Betrieb. Und jetzt ins Dunkle. Da geht's nach draußen. Da kann man sich rausgraben. Geh mal nach hinten, Sally. Komm, geh mal in die Richtung. Ja. Schauen wir uns mal die Magie hinter den Kulissen an. Da ist die ganze Technik. Und Heineken, hier gibt's Bier. Da hat jemand Bier kaltgestellt. Ah, ja, ja. Gewusst wie. Ja.
So, eine kleine Stärkung. Auf Getränke haben wir verzichtet. Die kosten nämlich hier oben jetzt an der Station so mindestens 5,40 Euro. Ja. Gut, vielleicht kriegt ihr einen Kaffee günstiger, aber dafür ist das Essen einigermaßen okay. Es gibt ein Garfield, das ist ein Kinderteller, der kostet so roundabout, glaube ich, 8 Euro oder 8,80 Euro. Also ich glaube, ich bin nicht gesund. Das hier kostet 10 Euro. Ja. Die hier sind auch, glaube ich, so um die 9 Euro oder 8,80 dann jetzt die. Das war schon weggegessen. Ja, kann man eigentlich gar nicht zeigen auf Video. Überall im Kaunertal, also diese Passgletscherstraße, die ihr da fahren könnt, gibt es Möglichkeiten zu wandern. Es geht von kleinen Wanderungen, wie jetzt hier eine Wanderung über 20 Minuten, wo man um einen kleinen, etwas größeren See dann einfach drumherum wandert, bis wirklich zu Wanderungen, die Stiege haben, die Steige haben, die mehrere Stunden dauern und die auch anspruchsvoll sind. Das heißt, ihr könnt hier euch wirklich gut austoben. Allein von den Wegen kann man da sicherlich safe 2, 3, 4 Tage wandern und sich das Ganze anschauen. Das Wasser hier hat auch schon eine ganz interessante Färbung, finde ich. Ja? Es gibt, wie gesagt, hier richtig schöne Wege. Wir haben uns jetzt mal einen 2,5-stündigen Wanderweg hier ausgesucht. Oben am Parkplatz 20. Der soll 2,5 Stunden gehen. Momentan laufen wir zwischen den Kühen, in den Kühlwiesen, über wunderschöne Wanderwege, aber halt berghoch grad. Und ich sage euch eins, ich merke immer, ich bin noch nicht ganz richtig fit. Trotzdem eine gute Entscheidung gewesen, nicht die großen, schweren Steige zu laufen, sondern eher das hier. Aber es ist halt einfach nur wunderschön. Das ist jetzt nach langer Zeit endlich mal wieder ein Wanderweg, wo ich sage, hier, das ist gut. Die anderen, die waren ja wirklich so dermaßen überlaufen in Zerfaus und Fiss. Aber der Weg hier, der ist gut. Ich muss ein bisschen schauen, wo man langläuft. Ja? Weil er halt auch von Kühen dann genutzt wird. Aber im Großen und Ganzen wirklich ein echt guter Weg. Und ich bin froh, dass ich mich heute nochmal aufgerafft habe und wir früh losgefahren sind. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us, I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us, please don't give up on me. At least give me a try, 'cause you're the best. Also ihr könnt es hier nicht sehen, aber das ist hier schon fast schon schwarze Piste, wenn es Skifahren wäre hier. Tine, das ist dein leichter Weg? Aha. Also übrigens sind die Wege meiner Frau ganz super easy going zu den roten Felsen. Klar, wir werden gar in die schwarze Urne geführt. Hier. Unmöglich.
So Leute, Abbruch. Wir gehen wieder zurück. Wir haben uns irgendwo dermaßen total verfranst. Wir sind irgendwo mitten auf den Berg rausgekommen. Ja? Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt laufen wir halt wieder ein paar Kehren dann nach oben und schauen, wie es da entsprechend dann auch ist. Dann haben wir auch ein paar Kilometer dann am Ende des Tages. Ich weiß, manche hören das nicht gern, diesen Spruch am Ende des Tages, aber am Ende des Tages müsst ihr damit leben. Aber dann haben wir auch ein paar Kilometer gelaufen. Langt dann auch für mich auch. Die Kinder, die machen sich auf jeden Fall jetzt müde und die Frau ist auch glücklich. Sie hat nämlich immer noch rote Felsen gefunden. Warum? Jetzt müssen wir hier die komplette Strecke wieder nach oben hier. Die komplette Strecke. Hier. Als hätte ich es vorher geahnt. Eieieiei. Los, durchkämpfen. Angriff. Leute, ich brauche Zeugen. Es geht nicht anders. Sie ist noch mein Sargnagel. Irgendwann sterbe ich bei Natur. Leichte Wanderung. Blau. Ja, blau. Stand oben dran. Ja, stand oben dran. Leute, ihr habt die Bilder gesehen, die Drohnenaufnahmen gesehen. Uns sind Leute mit Sicherungsseilen entgegengekommen. Ja, jetzt können wir uns hier wieder den kompletten Berg hochkämpfen. So Kinder, wir nehmen noch den Wasserfall mit, das sind 15 Minuten, mehr nicht. Easy going, den nehmen wir noch mit. Kommt. Seht ihr auch diese Begeisterung? Gell, das ist Begeisterung. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke aus dem Kaunertal so ein bisschen gefallen. Für uns definitiv eins der schönsten Gegenden hier. Weil da könnt ihr dann hingehen und könnt wirklich wandern. Ihr habt einen richtig geilen Ausblick oben. Ihr steht zwischen Italien und Österreich. Ihr habt wirklich eine Flexibilität, in wo ihr hinwandern könnt, was ihr tun könnt an den unterschiedlichen Stationen, wo ihr mit dem Auto immer anfahren könnt. Ist wirklich gut. Und da lohnt sich tatsächlich dann auch mal der Tagespass. Ist ja mit, ich glaube, 25 Euro für ein PKW mit bis zu 5 Leuten sehr überschaubar. Ja? Und damit kann man auf jeden Fall mal die eine oder andere schöne Wanderung machen. Wenn ihr einen 10-Tages-Pass wollt, der ist deutlich günstiger. Ich glaube, der liegt bei 40 Euro oder so. Und dann könntet ihr auch alle Strecken dann abwandern. So, jetzt nehme ich euch mal mit. Und zwar auf die Serfauser lange Nacht. Die schauen wir uns jetzt mal an. Da sind wir jetzt auf dem Weg in das Stadtzentrum. Die U-Bahn ist nicht in Betrieb. Das heißt, man läuft wahrscheinlich jetzt durch den Ort. Und schauen uns mal an, was da alles aufgebaut ist oder was da alles existiert. Die machen wieder Unfug, die beiden. Ja? So, muss man das eigentlich rausschneiden? Weiß ich nicht. Ja. Vermutlich. Hotels wie dieses, die sind nur entstanden durch die Serfauser U-Bahn. Dadurch sind viel mehr Touristen dann auch in die Stadt reingekommen, in das Dörfle reingekommen hier. Und Hotel Schalber, der Herr Schalber, der erzählt das sogar bei der U-Bahn, wenn ihr da mal ein bisschen auf dieses Making-of-Video dann auch schaut, wenn ihr da mal fahrt. Eine ganz spannende Story, was da eigentlich für Wertschöpfung allein durch öffentliche Infrastruktur hinten dran steht. Als ihr fragt, warum meine Frau gerade so einen Gesichtsausdruck macht, als müsste aufs Klo gehen. Ja? Sie zieht die Luft ein, damit das Kleid gut zum Geltung kommt. So, Mexikaner. Mexikaner? Mexikaner. Mexikaner. Oh, Mexikaner. Seht ihr, wie viel los hier? Ja. Seht, da ist einiges los. Jetzt suchen wir erstmal was zu essen. First things first. Ich habe jetzt endlich mal was zu essen gekriegt hier. Ja. Meines kann essen. Naja, das macht relativ, ja, kann man so sehen. Hugoron. Hugoron hier. Hier ist Hugoron. Ja. Grüß dich. Auf unseren Urlaub, auf den letzten Tag.
Er traut sich nicht. Aber mach mal das bitte vielleicht daran, da könnt ihr doch nicht ran. Geh doch weg. Mitten ins Surfhaus. Wird hier entspannt. Ja? Ich habe Essen bekommen, richtiges Essen. Richtiges Essen auch hier. Ja? Nice. Wunderschön. Lasst euch schmecken, gell? Haut rein. Menschenmassen, Menschenmassen. So, wir haben unser Schärflein hier vollbracht, ein bisschen essen gegangen. Aber jetzt geht's bei uns auch mal wieder zurück an den Campingplatz und dann lassen wir den Abend gemütlich ausklingen. Na dann, bis dann. Ich habe sehr zu unserem Schrecken festgestellt, dass ich komplett die Abmoderation vergessen hatte von unserem kleinen Urlaub in Surfhaus Fisladis und im Kaunada. Ich hoffe, euch hat das Video und die Eindrücke aus den beiden Videos ein bisschen gefallen, gehören auch zu unserem Kanal, genauso wie die ganzen technischen Themen. Wenn es euch wirklich gefallen hat, dann gebt uns ein Like und lasst ein Abo da. Und ansonsten, ihr wisst ja, thank you very much. Bis dann, euer Asanti.